Ja. Der VfB Sachsenring war mehr als eine Produktionsstätte. Vielen Dank für die Einladung zu einer Zeugenaussage zur Darstellung ökonomischer und soziologischer Hintergründe einer gravierenden Produktion der sächsischen Industriegeschichte. Mein Name ist Roland Schulze, wurde 1934 in Chemnitz geboren, habe dort mit viel Glück die Luftangriffe und das Kriegsende überlebt, habe dort Autoschlosser gelernt, dann später in Zwickau ein Fachschulstudium absolviert. Bei Horch und Sachsenring, dann war ich erst Technologe, später dann Fachdirektor für Investitionen, Instandhaltung, Energiewirtschaft und grundfunkwirtschaftliche Prozesse. Und nun, seit mehr als 20 Jahren, habe ich im August-Horch-Museum und dessen Förderverein ehrenamtlich gearbeitet. Die heutige Überschrift, der VfB Sachsenring, Hersteller des Trabant, war mehr als ein Produktionsbetrieb, bezieht sich insbesondere auf sein soziales Engagement. Und in Gruppen zusammengefasst können wir sagen, erstmal die Vorgeschichte und der Name Sachsenring, wo kommt er her? Die Hauptproduktionslinie Trabant, dazu einige Worte zur Technologie und Arbeitsteilung, Intensivierung und Investitionen, der Ausländereinsatz und die Sicherung des Arbeitsvermögens sowie seine soziale Kompetenz in Sport, Kultur, Politik und Gesundheit. Und dann natürlich der Übergang vom volkseigenen Betrieb in die Privatisierung und am Ende die Trabant-Legende. In der Bergbaustadt, der Stadt von Clara und Robert Schumann, begann die Automobilgeschichte im Jahre 1904 mit dem Eintreffen von August Horch. Es begann mit diesem Horchwagen, 14-17 PS. August Horch gründete 1904 das Horchwerk und nach unüberbrückbaren Differenzen mit den Aktionären schied er im Jahre 1909 aus und gründete in Zwickau ein weiteres Unternehmen, das nach der lateinischen Entsprechung seines Namens ab 1910 Audi hieß. August Horch war bei all seinen Firmengründungen Namensgeber, Leiter und Gründer. Jedoch Besitzer war er mit seinem schwachen Kapital nie. Er hatte immer die Absicht verfolgt, Autos als bestem Material in hoher Güte zu produzieren und die vielen Erfolge bei internationalen Sportveranstaltungen zeugten auch von einer soliden Facharbeit hier in Zwickau. Nach der Gründung von Audi hatte die Stadt bis 1932 zwei unabhängig voneinander arbeitende Automobilwerke. Beide waren Premiumhersteller und im Ergebnis der defizitären Entwicklung der sächsischen Einzelbetriebe nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Sächsische Staatsbank unter aktiver Mitwirkung von Jürgen Schafke Rasmussen die Absicht, die Werke zu fusionieren. Rasmussen war der Besitzer des Motorradwerkes in Schubau und er war ein maßgebender Mann in der Industrie, die Fusion zur Autounion voranzubringen. Die Staatsbank hielt bis zu 80% der Aktien. Also die Autounion war ein Staatsbetrieb. Die Bank in Dresden wollte unbedingt die Autoproduktion in Sachsen mit aller Gewalt erhalten. Und das war ja auch Bestandteil der Weimarer Wirtschaftspolitik. Kennzeichnend für die Autounion waren ihr breites Produktionssortiment, ihr erfolgreiches Auftreten im Ausland und die motorsportlichen Erfolge. Und die Autounion mit einem Marktanteil von 25% in Deutschland im Jahre 1937
bestand aus dem Horchwerk in Zwickau, aus dem Audiwerk in Zwickau, dem Motorenwerk in Tschopau und der Wanderer-Abteilung Automobile aus Chemnitz. Bis 1935 ging es aber weiter bergab. Jedoch dann 1937 zeichnete sich der Erfolg der Politik der Konzentration der Produktion ab. Es wurden Automobile weltweit exportiert. Ab 1940 in der Nazi-Barbarei wurden dann die Auto-Union zum hundertprozentigen Rüstungskonzern mit Zwangsarbeit und Häftlingen aus Konzentrationslagern Flossenbürg. Folglich wurde die Auto-Union durch Volksentscheid nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst. Nun existierten wieder zwei voneinander unabhängige Autowerke. Diesmal ihrer Fachleute beraubt, eingestellt auf Kriegsproduktion, zum Teil zerstört, materiell unterversorgt, von der alten Leitung verlassen, politisch belastet und durch Ableistung von Reparationen geschwächt. So war die Ausgangssituation, so war die Hinterlassenschaft der Auto-Union und der Nazi-Verbrecher zu Beginn des Aufbaus der volkseigenen Betriebe Audi und Horch in Zwickau als Stammbetriebe des späteren VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Beide Betriebe behielten ihren alten Gründernamen noch etwa 10 Jahre lang, bis eben dann die Entwicklung andere Paradigmen setzte. August Horch, der Namensgeber beider Betriebe, war in keiner der Nazi-Organisationen, jedoch ist es auch ihm nicht gelungen, bedingt durch seine Arbeit, sich von der verbrecherischen Nazi-Walze völlig fernzuhalten. Schleppend begann die Nachkriegsproduktion von Gebrauchsgütern für den Alltag im Rahmen der verbliebenen Möglichkeiten des geschundenen Werkes. Danach folgte die dringend notwendige Produktion von Nutzfahrzeugen bei Horch und die Produktion von DKW F8 bei Audi. Die Betriebe waren relativ selbstständig, jedoch einer Holding ähnlich zusammengefasst in der Branchenorientierung Hauptverwaltung, später VVB Automobilbau und letztlich im Kombinat PKW der DDR. Bei Audi also erfolgte die Produktion des DKW F8 als IFA F8. Aus dem wurde dann als Zwischentyp der P70 mit Duroplastbeplankung der Karosserie entwickelt. Er war gewissermaßen technologischer Vorläufer des späteren Trabant. Bei Horch wurden Nutzfahrzeuge hergestellt, zunächst der Traktor Pionier, dann der H3, ein LKW, und dann der H3A, der in letzter Instanz zum S4000 wurde, und es kam auch noch ein großer PKW hinzu. Insgesamt wurden zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Wende in den Zwickauer Betrieben 39.600 Nutzfahrzeuge, LKW, und 3.124.389 Personenkraftwagen produziert. Horch war damals nach der Wiederbeschaffung von Maschinen und Einrichtungen ein sehr komplexer Betrieb. Hier war ein komplettes Autowerk mit Presserei, Karosseriebau, Motorenbau, Getriebebau, Achsbau, Lackierung, Gestühlebau, Galvanik und so weiter. Für den H3A und dem späteren S4000 gab es 9 Sonderwünsche und darin noch verschiedene Aufbauvarianten. Ferner verfügte der Betrieb über einen leistungsstarken Rationalisierungsmittelbau. Ja, man kann sogar sagen, das war ein universeller Maschinenbaubetrieb.
auch über Tischlerei, Sattlerei sowie in einem Modellbau eine starke Entwicklungs- und Versuchsabteilung. Jedoch hatte Sachsenring nie eine Schmiede oder eine Gießerei. Ende der 50er Jahre erfolgte ein technischer Vorstoß in die obere Mittelklasse, dem PKW P240. Von Anfang an eine Totgeburt. Obgleich man mit diesem Auto Daimler-Benz schlagen wollte, egal was das auch immer bedeuten mag, auch dieses Auto wurde bis auf das Getriebe komplett im Werk gefertigt und es waren am Ende zwischen 1955 und 1959 1.382 Stück. Der bekannteste war der Übertragungswagen des Fernsehens der DDR und auch die beiden Repräsentationswagen der Nationalen Volksarmee waren auf dem Fahrgestell des P240 Sachsenring aufgebaut. Aber warum war es eine Totgeburt? Das teure, materialaufwendige Gerät passte nicht in die Zeit des Mangels der 50er Jahre und er wäre niemals, auch bei noch so guter Qualität, in der Lage gewesen, im Export gegen die westeuropäische Übermacht anzutreten. Danach wurde dann mit dem Ministerratsbeschluss vom 14. Januar 1954 schon die Entwicklung und der Bau eines Kleinwagens festgelegt. Ab jetzt wurden alle Kapazitäten auf den Trabant gelenkt. Deshalb wurde Schritt für Schritt alle anderen Produktionen verlagert. Es wurden Werkteile hinzuerworben und durch Intensivierung die Trabantproduktion vorbereitet. Das Horchwerk wurde 1957 in Sachsenring umbenannt und am 1. Mai 1958 wurden die Werke Sachsenring und Automobilwerk Zwickau, früher Audi, zum VEB Sachsenring Automobilwerke zusammengeführt. Bei der Namensgebung Sachsenring war die Rennstrecke bei Hohenstein-Ernsthal-Pade. Dort wurden seit 1927 Rennen gefahren und diese Rennstrecke bekam ihren Namen Sachsenring vom Grillenburger Dreieck im Tar an der Wald am 8. August 1937 geschenkt und verliehen. Und der P240 hieß dann auch eben Sachsenring. Wir waren demnach der vierte Nutzer des Namens Sachsenring. War der Name nun politisch zeitgemäß? Zeitgemäß war er nicht, aber politisch war er schon. Denn gerade die Neutralität war es. Die Abkopplung von Roter Stern und 7. Oktober, Patriot und so weiter. Gerade das Neutrale. Das war es, das den Automobilbau in Zwickau immer ausgezeichnet hat. Heute hört sich die Fusion der Werke Horch und Audi leicht an, doch damals sind dadurch eine ganze Reihe Leitungsstellen weggefallen, weil viele Abteilungen zusammengelegt wurden. Nun, im Allgemeinen wurden solche Dinge in der DDR ohne Gerichte, aber durchaus mit der Gewerkschaft und den notwendigen Auseinandersetzungen gelöst. Am Ende war die objektive Notwendigkeit das Ausschlaggebende und Ängste um Verlust des Arbeitsplatzes gab es ja sowieso nicht. Und dann war da noch eine Kraft, die in letzter Instanz entschieden und verbliebene Differenzstandpunkte und persönliche Befindlichkeiten durch Beschluss bereinigt hat. Die Partei. Im Juli 1958 begann dann die Serienproduktion des Trabant im Werk 1, früher Horch, auf ca. 32 Hektar Fläche,
waren die Produktionsbereiche Presswerk, Karosseriebau, Getriebebau, Fahrwerkteile und die Nebenabteilungen. Im Werk 3, ca. 16 Hektar groß, waren die Produktion Duroplast-Herstellung, die Karosseriebeplankung sowie die Fahrzeuglackierung. Im Werk 2, früher Audi, die Endmontage und die Auslieferung. Das ist das Werk, in dem heute unser August-Horsch-Museum untergebracht ist. Die Werke waren jeweils 1,5 bis 2 Kilometer auseinander. Weitere Großprojekte waren die Betriebsberufsschule seit 1953, die Polyklinik seit 1954, ein Lehrbetrieb seit ca. 1963, ein Werkteil für Entwicklung, Konstruktion und Versuch sowie Betriebsteile in Oberlungwitz, Crimmitschau und im Erzgebirge. Bis 1960 etwa waren die Produktionsbereiche außer Presswerk und Lackierung in alten Gebäuden untergebracht. Das heißt aber nicht, wie oft behauptet, dass die Produktionstechnik auch veraltet war. Im Presswerk waren noch Einzelpressen eingesetzt, jedoch zum Teil mit mechanischen Förderern und Beschickungseinrichtungen ausgestattet. Die Produktionsorganisation und Kontrolle erfolgte über Prozessrechner. Im Getriebebau war der Mechanisierungsgrad recht weit vorangeschritten, jedoch gab es, wie damals eben, wenig CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen. Aber die bekannten Taktstraßen und Beschickungseinrichtungen wurden durchaus von Jahr zu Jahr mehr. Die Automatisierung in der mechanischen Bearbeitung wurde weitgehend bestimmt von den Möglichkeiten des eigenen Rationalisierungsmittelbaus. Importe aus westlichen Ländern waren eher die Ausnahme. Im Karosseriebau oder besser im Gerippebau, denn die tragenden Teile des Trabant bestanden durchaus aus Blech, war der Betrieb auch auf den eigenen Maschinenbau angewiesen. Trotzdem ist es gelungen, den Automatisierungsgrad von Jahr zu steigern und am Ende wurden etwa 90% aller Schweißpunkte durch Automaten oder Roboter gesetzt. Nach dem Gerippebau begann die Odyssee. Der Transport in einen anderen Werksteil mit allen seinen Ärgernissen bei Wind und Wetter, mit Spezialtransportern mit einer Kapazität von 12 Karosserien pro Fahrt. Nach dem Abladen in Werk 3 stand dem Karosseriegerippe die modernste Behandlung bevor, die modernste Oberflächenbehandlung im Weltmaßstab. Allerdings hat es natürlich einige Jahre gedauert, bis man mit dem Korrosionsschutz zufrieden sein konnte. Nach gründlicher Vorbehandlung wird das Blechgerippe elektrophoretisch behandelt. Der Vorteil ist, dass der Grundlack, bedingt durch die statische Aufladung, wird in alle Ritzen und Spalten regelrecht hineingesaugt. Gleich im Anschluss und im gleichen Werksteil wurde dann das Blechgerippe mit den Duroplast-Teilen beplankt und das war sehr, sehr arbeitsaufwendig und erfolgte am Fließband jedoch vorwiegend mit Handarbeit. Also, der Trabant hatte keine Plastikkarosserie, sondern eine mit Duroplast-Teilen beplankte Karosserie aus Feinblech. Wir sprechen deshalb von einem Blechgerippe. Auch im Werk 3, dann die Karosserielackierung. Zuletzt haben wir Grund- und Decklack sowie den Unterbodenschutz mit Robotern gespritzt. Der Trabi musste also zweimal in die Lackierung. Einmal als Blechgerippe und einmal als fertige Karosserie. Die Roboter kamen bis 1974 von der Firma De Vilbis aus Bielefeld und ab 1981 aus eigener
Produktion. In diesen Abteilungen Grundierung, Unterbodenschutz waren wir ab Anfang der 80er Jahre Weltspitze, aber eben in alten Gebäuden, und das war das, was man dann marode nannte. Bei der Lackierung gab es natürlich eine ständige Herausforderung, denn im Allgemeinen werden Autokarosserien bei etwa 120 bis 140 Grad getrocknet. Das aber geht beim Trabi nicht, denn der Duroblast hat nur 90 Grad vertragen, 80 bis 90 Grad, und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Lackzusammensetzung und die Verarbeitung sowie die fertige Oberfläche. Nun, wir hatten das am Ende ganz gut im Griff. Natürlich gab es dann in Mosel in der neuen Lackiererei erhebliche Umbauten, denn der erste VW war ja ein Polo und der hatte natürlich eine Trockentemperatur von 120 oder 130 Grad verlangt. Und jetzt zum Duroblast. Der Trabant hatte 10 Beplankungsteile aus Duroblast. Es waren alle Kotflügel, das Dach, die Klappteile, die Türen und ein Frontteil. Und Duroblast wurde hergestellt aus kurzhaariger, nicht verspinnbarer Baumwolle und einem Harz aus Braunkohlenteer. Auf 4 automatischen Fließstraßen wurde ein harzbestäubtes Wollevlies in vielen Lagen übereinander gestellt, dann auf die notwendige Form geschnitten, danach unter hohem Druck und bei knapp 200 Grad Wärme zum Autoteil verpresst, verschmolzen, verklebt, gesindert, wie auch immer. Es wurde sauberste Arbeitsweise verlangt, denn jede Verschmutzung wurde nach der Lackierung zum Oberflächenfehler. Am Ende waren 70 Pressen im Einsatz, alle wurden mit Hand beschickt. Die Stückzeit vom Wollevlies zum Karosserieteil betrug ca. 8 Minuten. Danach wurden die Teile beschnitten, zum Teil freihand, nach Schablonen, an Bandsägen, vereinzelt, aber auch durch Schneidepressen. Ich muss nun nicht erklären, dass diese Technologie keine Zukunft hat. Zumal auch die Energie, die Baumwolle und die menschliche Arbeitskraft immer teurer wurden und natürlich bestand auch hier hohe Unfallgefahr. Die perfektionierten Leute haben routinemäßig diese Produktion überhaupt erst möglich gemacht. Der Stoff Duroblast wurde von einem Entwicklungskollektiv erfunden. Man hatte versucht, frühere Auto-Union-Versuche weiterzuentwickeln. Das brachte keine Ergebnisse. So war der Duroblast tatsächlich ein neuer Werkstoff. Der Baustoff war kein ökonomisches Substitut oder gar eine Verbesserung der Qualität oder etwa Einsparung von Gewicht, auch kein billiger Baustoff. Es war einzig der Ersatz für Karosserieblech. USA und ihre hörigen Staaten hatten für den Osten ein Embargo für Feinwalzblech verhängt, wohl wissend, dass der Osten anderweitig kaum Möglichkeiten hatte, Feinblech zu erwerben. Damit stand die Frage für den kleinen PKW in Zwickau: Sein oder nicht sein. Als dann eigenes Blech in der richtigen Qualität und Breite zur Verfügung stand, waren wir technologisch auf den Plastikstoff festgelegt. Es wird keine Nachfolgetechnologie geben. Namhafte Personen des Automobilbaus haben zur Wendezeit festgestellt,
dass diese Technologie recht aufwendig und staubig sei und nicht in den Autobetrieb gehört. Wie war? Leider hatte man vergessen, dass Blech auch eine technologische Vorgeschichte hat. Und ein Stahlwerk und ein Walzwerk sind eben auch keine reinen Orte der Erholung. Dort fällt der Dreck der modernen Automobilproduktion an. Wir hatten ihn im Hause. Die Duroplast-Technologie ist im Museum mit Originalmaschinen auszugsweise nachgebaut. Das ist hochinteressant. Nehmen Sie sich die Zeit für einen Besuch in Zwickau und Sie erfahren, was alles möglich ist. Die Fahrzeugmontage erfolgt im Werk 2, früher Audi. Dort wurde schon der F8 und der F9 montiert und heute gehören ein Teil der Fläche zum August-Horsch-Museum in Zwickau. Das Gebäude viel zu flach für eine rationelle Fördertechnik, ging noch mehrmals um die Ecke und dort hinein haben wir eine recht moderne Montage gezimmert. Die heute üblichen ergometrischen Untersuchungen haben wir in den 60er Jahren ansatzweise eingeführt. Es gab das Sitzen der Arbeiten am Fließband und die Karosserie wurde zum Einbau der Federn und der Hinterachse um 180 Grad geschwenkt, um Überkopfarbeiten zu vermeiden. Andere namhafte Betriebe der Automobilbranche haben viele Jahre später erst eine solche Wende eingeführt, weil es einfach nicht möglich ist, über Jahrzehnte über Kopf zu arbeiten. Das haben die Leute auf dem Kreuz nicht vertragen. Der Trabi wurde auch nicht mehr auf der Straße gefahren, sondern auf Rollprüfständen mit elektronischer Funktionskontrolle und Steuerung. Wir waren einer der ersten, die in der Montage den Dreischichtbetrieb eingeführt haben und am Ende wurden 540 Trabant am Tage gebaut. In all den Jahren wurden mehr als 300 Änderungen und Weiterentwicklungen eingeführt, wie zum Beispiel der 600 Kubikzentimeter Motor, Synchrongetriebe, Gemischabsenkung auf 1:50, Kupplungsautomat als Sonderwunsch, Sitzverstellung, heizbare Heckscheibe, Gleichlaufgelenkwelle, Scheibenbremsen vorn, 12 Volt an der Schraubenfeder, Vierspeichenlenkrad und letztlich der Trabant 1.1 mit VW Viertaktmotor. Und mit diesen 1.1 entstand ein neues Werk in der Ortslage Mosel bei Zwickau. Mit einem Lackierbetrieb und einer Montageabteilung für mehr als 50.000 PKW Trabant pro Jahr. Diese Anlage jedoch war schon für einen kleinen Mittelklassewagen ausgelegt und so war nach der Privatisierung der Übergang zur späteren Produktion des VW Polo und Golf beachtlich erleichtert. Als der Trabant zu Ende der 50er Jahre in Serie ging, konnte er sich durchaus mit dem Weltstand in seiner Klasse messen lassen. Er war keine Fahrmaschine, kein primitives Gerät, sondern ein einfacher, kleiner Renner. Davon zeugen auch die Erfolge in den 60er Jahren und 70er Jahren bei den internationalen Rallye-Veranstaltungen. Die Werkmannschaft ist in 13 Ländern gestartet, hat insgesamt 8 Klassensiege und 177 Siege errungen. Mit dem 600er Motor sind sie in der Klasse bis 850 Kubik gefahren. Als aber dann die Motoren immer größer wurden, war es vorbei mit den Siegen und der damit verbundenen Werbung für den Trabi. Vor 2 Jahren wurde hier im August-Horsch-Museum der Doppelklassensieg von Monte Carlo im Jahre 1970 gefeiert. Doppelklassensieg Trabant Monte Carlo 1970. Der Trabant wurde in beachtlichen Stückzahlen in 18 Länder exportiert.
Jedoch, er war kein nennenswerter Devisenbringer. Warum ist er dann in seiner Weiterentwicklung nicht vorangekommen? Das ganze Gerede von die Partei wollte nicht oder der Günter Mittag, damaliger Wirtschaftsverantwortlicher und Mitglied der Regierung der DDR, hat das verboten und so weiter, ist alles oberflächlich und geschichtlich nicht tragbar. Natürlich war der Wirtschaftsboss der Verkünder der Entwicklungsziele, jedoch die Sache hat knallharte ökonomische Hintergründe. Deutschland schon früher, danach die Bundesrepublik und auch die DDR sind notwendigerweise Exportbetriebe. Ein gewinnbringender Export von Trabant hätte gegen die ungeheure Macht des westeuropäischen Potenzials von Borgward, Daimler-Benz, Opel, Ford, BMW, Citroën, Renault, Volvo, Fiat und so weiter bestehen müssen. Das heißt, immer auf dem neuesten Stand, in einer breiten Typenpalette, von der Familienkutsche zum Sportwagen, die gesamte Breite anzubieten. Schon damals konnte man nicht zwei oder drei Varianten eines Typs anbieten. Das musste schon eine ordentliche Vielfalt sein. Dazu gehörten mindestens 5 Motorentypen und 10 Farbvarianten und so weiter. Und dazu war die DDR insgesamt, nicht allein Sachsenring, dazu war die DDR zu schwach. Denn der Osten Deutschlands war nie automobiles Hochland. Das hätten wir also nicht geschafft. Im Verbund mit den anderen sozialistischen Staaten kam dann aber auch nichts Neues und nichts Großes zustande, aus politischen Gründen im Übrigen. Und ferner muss natürlich eine solche Fahrzeugpalette in der Breite auch in der Menge zur Verfügung stehen. Also es hätten nicht nur qualitative Investitionen in Größenordnung erfordert, sondern auch quantitative. Die von Sachsenring konstruierten Weiterentwicklungen waren sehr schöne Kleinwagen und ihrer Zeit voraus. Das beste Beispiel ist der Trabant 603. Er sollte 1970 auf den Markt kommen, 4 Jahre vor dem Golf 1. Die staatlichen Investitionen jedoch mussten in exportfähige Produkte gelenkt werden und für den Trabi blieb der Inlandmarkt. Und damit blieb es beim P601. In den 60er Jahren war Sachsenring mit gutem Erfolg auch Mitglied in der Lizenzgruppe Kreiskolbenmotor. Ja. Die Sache ging schief, der Motor hat nicht die Erwartungen erfüllt und die Entwicklung in Europa wurde aufgegeben. Die dann von der Regierung inszenierte Connection mit dem VW-Konzern war eine Verzweiflungstat, jedoch mit positiven Folgen in der Nachwendezeit. Der Einbau des Vierzylindermotors in den Trabant führte zu einem völlig neuen Umbau des Vorderwagens mit drastischen Verteuerungen. Das aber ist natürlich ein anderes, mehr ein konstruktives Thema. Die Investitionsschwäche im Automobilbau hat man immer versucht, durch Intensivierung, Mehrschichtbetrieb und betriebseigene Mechanisierungsmaßnahmen auszugleichen. Trotz großer Anstrengungen ist das nur teilweise gelungen, wie wir alle wissen und gemessen können an den langen Wartezeiten für den Trabi. Erst Mitte der 70er Jahre begann man mit größeren Planungs- und Erweiterungsinvestitionen. So wurde mit dem Bau des Gelenkbeinwerkes in der Ortslage Mosel bei Zwickau ein völlig neuer Standort erschlossen. Das Werk für die Herstellung von Gleichlaufgelenkwellen wurde notwendig im Zusammenhang mit der Kooperation mit dem Automobilwerk Skoda und einen möglichen neuen Trabant oder vereinheitlichten Automobil in den Staaten des Warschauer Vertrags.
Es war ein Kompensationsvorhaben der DDR und der Republik Frankreich. Der Auftraggeber war der VEB Sachsenring, der Generalauftragnehmer die Firma Citroën. Sachsenring hat über einen Zeitraum von 10 Jahren durch Lieferung von Gleichlaufgelenkwellen in Qualität Q an Citroën das Werk abbezahlt. Die Inbetriebnahme erfolgte 1982, es wurde 1991 privatisiert. Eine Erfolgsgeschichte mit goldenem Boden bis zum heutigen Tage. Die Investitionssumme betrug fast 800 Millionen D-Mark und ca. 170 Millionen Mark der DDR. Das war auch Sachsenring, eine nagelneue, moderne Fabrik auf Weltniveau in Produktion und Umwelt. Das Gelenkwellenwerk in Mosel war auch Erschließungs- und Ausgangspunkt jedweder weiteren Bebauung, da mit dem Werk eine ganze Menge Struktur für die künftige Bebauung geschaffen wurde. Am gleichen Standort in Mosel, 8 Kilometer vor den Toren von Zwickau, entstand dann die schon erwähnte neue Lackierung und eine Fahrzeugendmontage. Damit wurde der Standort weitgehend erschlossen und der spätere Übergang zur Produktion des VW Polo, Golf und Passat wesentlich erleichtert. Diese Werksanlage von damals heißt heute Volkswagen GmbH Sachsenring Mosel 1. Professor Dr. Karl Horst Hahn hat damals gesagt, ich habe in Mosel bei Zwickau eine sehr moderne, aber viel zu kleine Fabrik gefunden. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, hätte er sie nicht gefunden. Volkswagen hat die zu kleine Fabrik auf die Dimensionen gebracht. Und so ist aus dem Betriebsteil Mosel des VEB Sachsenring ein Global Player geworden. Im Zusammenhang mit dem PKW 1.1 und der Stückzahlsteigerung entstanden in Zwickau 2 Lehrlingswohnheime für mehr als 1.500 junge Leute, Unterkünfte für Ausländer, ein neues Presswerk und eine Reihe neuer Technologien für den Karosseriebau und die Getriebeproduktion. Im Investitionsspitzenjahr 1987 hatten wir 770 Millionen der DDR zu realisieren. Und es hat dennoch nicht gereicht. Die Tagesproduktion, wie schon gesagt, im letzten Jahr betrug 540 PKW pro Tag. Jeder kann ausrechnen, dass bei einer angenommenen Lebensdauer von 10 Jahren nicht einmal der Inlandsbedarf zu decken ist. So, und das ist, wie ich schon sagte, auch ein Grund für die Problematik im Export. Es nützt dir nicht, wenn du nicht genügend zum Anbieten hast. 12.400 Leute haben in den Trabantwerken gearbeitet. Da hört man manchmal auch abweichende Zahlen, je nachdem, wie abgefragt wird, ob mit Lehrlinge oder ohne Lehrlinge und ob mit Betriebsteilen oder ohne Betriebsteilen. Aber insgesamt waren das also 12.400. In einem volkseigenen Betrieb waren durchaus nicht alle mit der Autoproduktion betraut. Der schon erwähnte Maschinenbau hatte mit der Konstruktion etwa 900 Belegschaftsmitglieder, die Instandhaltung 1.100 Mann. Wir mussten ja vom Roboter bis zum Kochherd nahezu alles selber instand halten. Dazu kamen noch Poliklinik, Sportabteilung, Fußballmannschaft, politische Organisationen, Kulturverantwortliche, Kindergärten und so weiter. Ferienwesen und Kinderferienbetreuung sowie ein starker Ausbildungsbetrieb existierte auch mit eigener Berufsschule. Im Spitzenjahr hatte der Betrieb 1.000 Lehrlinge. Lehrlinge, das sind jene Personen, die heute Auszubildende genannt werden. Der Betrieb hat für sich und andere in 32 Berufen ausgebildet, darunter auch Facharbeiter mit Abitur,
Auch heute was ganz Neues wieder, Facharbeiter mit Abitur und natürlich auch Teilberufe und Behinderte. Zur Sicherung des Arbeitsvermögens spielte der Einsatz von Ausländern damals auch schon eine Rolle. Die DDR hatte Verträge mit Vietnam über den Einsatz von Arbeitskräften aus Vietnam und auch in unserem Betrieb. Insgesamt haben bis zu 750 Vietnamesen im Betrieb, vorwiegend männliche Personen, gearbeitet. Sprech jetzt mal ein bisschen leiser und ruhiger. Alle haben in den betrieblichen Einrichtungen Deutsch und einen handwerklichen Beruf gelernt. Sie wurden danach in der Serienproduktion zu gleichen Bedingungen wie die Deutschen eingesetzt. Es war die planmäßige Rückführung der Leute nach 4 Jahren vereinbart. Alle wohnten in betrieblichen Internaten zu kleinen Preisen. Im Ergebnis waren sie als gleichgestellte Bürger anerkannt und sie hatten Zugang zu allen gesellschaftlichen Einrichtungen, viele Freiheiten und als Hausschneider waren sie auch sehr beliebt. Nun soll nicht der Eindruck einer idealen, intakten und problemlosen Zeit mit fremden Arbeitern erweckt werden, doch alle Weichen waren auf Zusammenarbeit gestellt. Und alle Kooperationen waren auf Gemeinsamkeit, so wie unser Bundespräsident es sich auch heute wieder wünscht. Und keineswegs war die Konfrontation gesucht und keineswegs waren die Widersprüche gesucht. Wir haben Partner und nicht ständig neue Feinde gesucht. Und es stimmt, diese Weichen waren mit Hilfe staatlicher Macht und politischer Beschlusskraft so gestellt. Natürlich gab es auch Probleme mit den 80 Kubanern oder 30 Marokkanern. Da gab es schon mal Sorgen. Und der Betrieb musste dann hin und wieder befriedigend eingreifen und erzieherisch eingreifen. Doch alle Mühen haben nicht gereicht, um das Arbeitsvermögen zu sichern. Und so mussten noch junge Leute aus dem Norden der DDR geholt werden. Das war strukturell bedingt, denn durch die Rationalisierung in der Landwirtschaft wurden dort oben Leute frei. Die Industrialisierung war schwach und man hat sie versucht, dann im Süden auszubilden. Es war eine staatlich geführte Maßnahme und wurde auch staatlich kontrolliert. Sachsenring bekam eine Zuweisung von 1400 jungen Menschen. Sie wurden über die Jahre mit Unterstützung der örtlichen Organe im Raum Neubrandenburg angeworben. Bedingung war, dass alle eine abgeschlossene Berufsausbildung erhalten und in Zwickau internatsmäßig untergebracht wurden. Wir haben 2 Internatshäuser gebaut und eine Versorgungseinrichtung dazu. In kürzester Zeit und mit allen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung ausgestattet. Da die Leute hier gewohnt haben, musste man ja auch rund um die Uhr verpflegen. Und rund um die Uhr heißt eben auch zum Heiligabend, dem ersten Feiertag. Also das war eine Rundum-Einrichtung, rund um Verpflegung und rund um Betreuung. Es wurden in den betriebseigenen Ausbildungsstätten ausgebildet Facharbeiter für Zerspanung, Karosseriebaufacharbeiter, Monteure und Maschinenbauer. Von Beginn an war klar, dass uns am Ende nur 1/3 der angeworbenen und ausgebildeten Leute verbleiben werden. Denn einige gehen zurück, andere suchten sich andere Arbeit. Man sagt in Sachsen, die verkrümeln sich. Und vielleicht bleibt 1/3 für die eigene Produktion übrig. Das wussten wir von Anfang an, so hart es auch war, mussten wir aber akzeptieren. Ein volkseigener Betrieb hatte keine Möglichkeit, nach ausgebildeten Leuten zu schreien.
Wir mussten selber ausbilden. Die hohe Qualität der Ausbildung hier in Zwickau hat sich bis in unsere Zeit erhalten. Auch Volkswagen bietet den jungen Menschen ein hohes Niveau an. Zur Wende stand für die neuen Herren ein hervorragend ausgebildeter Stamm von Facharbeitern zur Verfügung, wie man weiß. Eine aktive Personalpolitik zieht natürlich auch Aufwendungen in der Sozialpolitik nach sich. So 1953 wurde eine Betriebspoliklinik gebaut. Es begann mit 2 Betriebsärzten bei Horsch und einem Betriebsarzt bei Audi. Am Ende verfügte die Betriebspoliklinik, die in das Gesundheitswesen der DDR eingebunden war, über mehrere Allgemeinmediziner, 2 Zahnärzte, Orthopäden, Gynäkologen, Sportarzt, Arbeitsmediziner, Sauerstofftherapie, Apotheke, Bäder, Physiotherapie, Sauna und so weiter. Die Behandlungen waren kostenlos und vollkommen von der Versicherung abgedeckt. Der Betrieb unterhielt ferner 13 Sportsektionen und jeder konnte dort in 14 Disziplinen zum kleinen Preis Sport treiben. Als eigene Sportanlagen standen dem Betrieb zur Verfügung 4 Tennisplätze, ein Fußballtrainingsplatz, Sporthalle, 4 Kegelbahnen, eine Skihütte, 2 Motorboote, Oberligabus, Rallye-Mannschaft, Tischtennisräume, Tischtennis überhaupt und so weiter. Und im Ergebnis hatte der Betrieb mehrere DDR-Meistertitel und eine Anzahl von Vorzeigesportlern. Gut aufgestellt waren auf die kulturellen Einrichtungen und Zirkel. Es gab 2 Kulturhallen, ein Betriebsclubhaus, gut ausgerüstete Film- und Fotoclub, Blasorchester, Mahlzirkel, mehrere Chöre, ein Spielmannszug, ein DDR-bekannten Tanzzirkel, schreibende Arbeiter, mehrere Büchereien und sicher noch mehr, was viel, viel Geld gekostet hat. Im Jahre betrug der Durchschnittsmonatslohn für Arbeiter und Angestellte im Jahre 1989 13.725 Mark der DDR. Hinzu kamen noch 1.214 Mark der DDR für Prämien pro Kopf und Jahr. Und es wurden zusätzlich noch 1.388 Mark pro Kopf für Kultur und soziale Leistungen ausgegeben. Das sind 19% in der sogenannten zweiten Lohntüte. Selbstverständlich für den sozialistischen Großbetrieb waren seine vielfältigen Partnerschaften, Betriebsvergleiche und Patenschaftsanschlüsse. Wir hatten also viele Patenschaften mit vielen Betrieben und Einrichtungen in Zwickau, mit einer Großbäckerei, mit 2 Brauereien, mit dem Krankenhaus, einem Motorradstall, dem Rat der Stadt, dem Kraftverkehr und einer schier unüberschaubaren Zahl von Grund- und Oberschulen. Im Zusammenhang mit betrieblichen Partnerschaften, da fällt mir Folgendes ein. Natürlich waren die Dinge staatlich gelenkt und die Brigaden wurden angehalten, Partnerschaften einzugehen. Und so hatten wir einen Vertrag mit einer Großbäckerei vom Konsum. Und für eine Großbäckerei ist die schlimmste Zeit die Nacht zwischen Sonntag und Montag. Wenn nämlich Montag früh um 6 hier im Zwickau keine Semmeln im Angebot waren, da stand kein Stecken gerade. Also musste in dieser Nacht das Ding unbedingt laufen und wenn eine Störung kam, musste die sofort beseitigt werden. Und dazu hatte man die Hauptmechanik ausgesucht und einen Mann benannt und den nannten alle Sterz. Und jetzt wird der Sachse weiß sofort, wer Sterz ist. Es ist ein Mensch,
der, wenn irgendein Vorkommnis ist, sofort hinrennt, hinstürzt, hinsterzt. Und aus hinstürzen und hinrennen wurde der Sterz. Der Sterz hat das ganz wunderbar gemacht, offensichtlich, und es hat geklappt. Denn eines Tages hatte der Jubiläum, und zum Jubiläum kamen natürlich Glückwünsche und Prämien und Anerkennung und so weiter. Und auch eine Delegation der Bäckerei mit einer großen Torte, und alle waren glücklich und alle waren zufrieden. Und plötzlich kommt einer an und sagt, du, hier ist noch ein Brief für dich. So ein Brief war das, ein Briefkuvert und der Sterz hat den Brief genommen, hat erst einmal auf den Absender geguckt und da stand eben Konsum Großbäckerei Dorotheenstraße. Und dann hat er auf die Adresse geschaut und bei der Adresse stand VIB Sachsenring, Krimmitschauer Straße, Genosse Meister Sterz. Und in dem Moment, da liefen dem Sterz die Tränen herunter. Und er hat gesagt, Leute, ihr seid alles liebe Kerle, aber das ist das Allerbeste. In den riesengroßen Betrieb haben die mich gefunden. Ich bin kein Genosse, ich bin nur kein Meister und ich heiße auch nicht Sterz. Und trotzdem haben sie mich gefunden. Das also waren auch positive Elemente der Patenschaften. In den Betriebsteilen in Grimmitschau, in Bernsbach und Oberlungwitz gab es ähnliche Aktivitäten, doch mit viel geringerem Maße und den Erfordernissen der kleineren Belegschaft angemessen. Eine wichtige Rolle spielte der Arbeiterberufsverkehr. Er wurde von den örtlichen Verkehrsträgern erledigt. Etwa 60-70% der Werktätigen war der Anteil am öffentlichen Verkehr. Nur, vielleicht sogar noch weniger als 30% waren individuell unterwegs. Das Problem war, der Betrieb hatte dafür zu sorgen, dass auch alles klappt. In drei Schichten und eine riesige Anzahl von Dörfern und Ortsteilen in so einer gewachsenen Struktur musste da angefahren werden. Über Jahre hat das minutiös funktioniert. Natürlich hatten wir auch Verpflichtungen bei Extremwitterung, zum Beispiel bei Hochschnee mit betrieblichen Mitteln die Stadt zu unterstützen, Kreuzungen zu räumen vom Schnee und so weiter und so fort. Und in der Stadt gab es eine Arbeitsgruppe, da waren Betriebe Mitglied, die nannte sich territoriale Rationalisierung. Und es waren mehrere Betriebe vereinigt in Arbeitsgruppen, denn die Betriebe waren meist besser ausgestattet mit Kranwagen, Vorderlader und alles, was es so gibt, als die Stadt. Nicht wegzudenken war das betriebliche Ferienwesen. Zwei eigene Ferienheime und zwei Kinderferienlager sowie die vertragliche Beteiligungen an Objekten der Gewerkschaft standen den Werktätigen zur Verfügung. Das war auch notwendig, denn die beschränkten Möglichkeiten ins Ausland zu fahren, versuchte man ein wenig auszugleichen. Dabei wurden Schichtarbeiter und Kinderreiche bevorzugt. Wir hatten sogar eine Burg im Eichsfeld gekauft und zum Kinderferienlager ausgebaut. Das war ein richtiger Knaller. Von den Sachsenring-Kindern konnte jedes Kind jedes Jahr in ein Ferienlager fahren, wenn es denn wollte. Damit sind wir aber noch nicht am Ende der viel zu hohen Sozialausgaben. Der Betrieb hatte eine eigene Arbeiterwohnungsbaugesellschaft, ABG. Mit einem bestimmten Anteil an Eigenleistung kam man da etwas früher zu einer Wohnung. Auch der Eigenheimbau wurde mit starker Beteiligung des Betriebes und mit starker Hilfe des Betriebes gefördert. Und die Unterstützung betraf vor allem Kinderreiche. Es trug nur im gewissen Grade zur Entlastung der Wohnungsknappheit bei.
Betriebliche Unterstützung heißt in dem Falle Bereitstellung von Gerätschaften und Material und begrenzte Freistellung von der Arbeit. Der Betrieb hatte zwei gut ausgerüstete Feuerwehren in Dauerbesetzung, natürlich auch eine mit der Stadt Zwickau eng verflochtene Zivilverteidigung und auch die Betriebskampfgruppen mussten noch mitverkraftet werden. In den sozialen und politischen Kostenkategorien war der Kostenanteil pro Arbeitskraft zu hoch. Gemessen an der Effizienz in den produzierenden Bereichen, zumindest nach unserem heutigen fast privatwirtschaftlichen Verständnis. Wie bringen wir das denn alles auf den Punkt? Sachsenring hatte die schwere Last zu tragen, ein Erzeugnis zu produzieren, das von Tag zu Tag mehr in den technischen Rückstand geriet und für dieses Produkt auch noch Ersatzteile zu liefern, was dem Fortbestand eines veralteten Produktes nur noch zementierte. Das alles war eine Folge der Investitionsschwäche der DDR auf industriellem Gebiet. Erst spät, viel zu spät, hat die Volkswirtschaft erkannt, dass dringende Änderungen notwendig waren. Die staatliche Führung hatte wenig Vertrauen zum eigenen PKW-Bau und so kam es zum Deal mit dem VW-Konzern. Allein VW hatte Nutzen davon. Denn für den PKW-Bau der DDR kam dieser Deal zu spät und war uneffizient. Für uns aber sicherte der ideale Startbedingungen für Volkswagen in Zwickau und das ist schon mal außerordentlich positiv zu werden. Der Sachsenring-Betrieb war eine starke Kraft auf sozialem und kulturellem Gebiet und viele Menschen haben, um Freude und Sport getrieben, sich am kulturellen Leben beteiligt, Wohnungen und Garagen gebaut, sind mit Kind und Frau in FDGB-Urlaub gefahren, wurden Aktivist oder Erfinder, Spitzensportler, Trabantfahrer und auch Träger von Transparenten und roter Nelke zum 1. Mai. Das alles hat der Trabi geschaffen. Verloren ist die Tradition und Sachsenring nicht. Denn es sind an die 20 Ausgründungen mit Erfolg in das neue Vaterland geführt worden. Darunter die bekanntesten: Volkswagen Sachsen GmbH, Gelenkwellenwerk, Fahrzeugentwicklung Sachsen, das Presswerk, die Sitzefertigung, Maschinenbau und letztendlich auch unser Museum. Und alle haben vom Facharbeiterbestand des Sachsenringwerkes gezehrt und Profit genommen. Etwa 2000 Leute allein von Sachsenring sind damals zu Volkswagen gegangen. Und es gibt heute noch einen Sachsenring-Chor, eine Sachsenring-Apotheke, ein Sachsenring-Clubhaus, ein Sachsenring-Ärztehaus, ein Sachsenring-Kindergarten und es gab sogar mal eine Zeit lang eine Sachsenring-Sparkasse. Unser früherer Betriebsdirektor hat gesagt, ich habe den Eindruck, mein Trabi will sich mit mir unterhalten. Und er, der Trabi, hätte bestimmt gesagt, mir fehlt da noch was. Kauf mir noch eine Schalldämmwatte oder einen Scheibenlüfter oder eine Sitzheizung oder kauf mir noch Zierleisten, Rückscheinwerfer. Und genau aus diesem Grunde heraus, dass er noch nicht ganz fertig war, der Trabant, dass er unsere Zuwendung will und diese auch gern annimmt, daraus ist sie mit entstanden, die Legende. Alle 2 Jahre findet in Zwickau im alten Audiwerk an traditionsreicher Stätte wieder das traditionelle Trabantfahrertreffen statt. Eine Veranstaltung des August-Horsch-Museums mit steigender Attraktivität, großer Breitenwirkung und Lerneffekt. Und sie wird getragen vor allem von jungen Menschen. Und in Zwickau gibt es einen Trabant-Ersatzteil-Online-Shop mit 13 Mitarbeitern und sie liefern in 14 Länder und das meistgekaufte Kleinmodell im PKW-Bau heißt Trabant. Denn, und das hören wir mit liebevoller Zuwendung und ein wenig schwermütigem Humor,
viele tausend Menschen mit ihrer Arbeit Hand in Hand. Das sind die Eltern vom Trabant. Nach nunmehr 30 Jahren sieht man ihn ja immer fahren. Manche schöne Typen sind vergessen abgeschrieben. Das Produkt aus Meisterhand. Rolle, laufe, fahre weiter, mein Trabant. Und am Ende bist du jetzt Legende. Ende.